Hier ist er, der ultimative TET-Test, Teil 1. Hallo, es hat mich ja schon länger gereizt, den TET mal zu testen. Deswegen habe ich mich Anfang Oktober mal auf den Weg gemacht, an einem Nachmittag. Ich dachte mir, am besten passt der Sektionsübergang 1 auf 2 in Schleswig-Holstein. Ich mache kein Geheimnis um die Strecke, die ich abgefahren bin. Deswegen hier auch schon mal die Geodaten für alle, die Interesse haben, das nachzufahren. Hier auf der Karte nochmal ein Blick auf die Gesamtstrecke. Dann den TET abrocken bis nach Duvenest, nördlich des Habsburger Sees. Und von da zurück nach Hamburg. Beim Einstieg in den TET war ich doch schon ein bisschen enttäuscht bei der Strecke hier. Wie ihr seht, ist es eher Highway als Track. Die ganze Strecke sollten rund 350 Kilometer sein. Mein Ziel war herauszufinden, ob der TET seinen Namen zurechtkriegt in Deutschland. Trans Euro Trail. Und als zweites wollte ich sehen, ob das alles stimmt, was ich bisher in Videos bei YouTube gesehen habe, wie sich einige durch Schlamm und Matsch kämpfen und ob das in Deutschland wirklich so schlimm ist, bei 10% OffRoad. Aber dann zum Glück ja doch noch ein Lichtblick. Zu linken tauchte ein Trail auf. Also nochmal kurz alles festzurren, Kamera justieren, ab und los. Zur Uhrzeit mit Einstieg in den Trail war es so ungefähr 2:30. Der Einstieg östlich von Neumünster bei Braunhöft war schnell gefunden. Von Hamburg aus sind das rund 80 Kilometer. Für die Strecke hatte ich einen Tankstopp ungefähr bei Lübeck eingeplant. Spoiler, brauchte ich nicht. So, und hier habe ich gedacht, das war's. Nichts mehr Trail, keine Plattenstrecke, geradeaus, weiter. Na gut, gehen wir halt ab. Die Strecke war einfach abzufahren, einfache Sand-Schotterpiste, Dual Trail, ja, nichts Besonderes. Hätte man mit dem Straßenbike auch locker abfahren können. Und hier war erstmal Ende. Kommt wieder Piste, Asphalt. Ein bisschen war ich enttäuscht, dass es nicht geradeaus weitergeht. So, die Straße zu filmen habe ich mir gespart. Und deswegen nur ein Blick auf die Karte.
dieser Strecke war ein bisschen tricky. Leider hat die Kamera hier bei mir ein bisschen was weggeschluckt an Filmmaterial. Leider kann ich das nicht zeigen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man rechts richtig die Straße findet. Ein bisschen versteckt. Aber dann wird es trotzdem wieder ein bisschen spaßiger. War recht einfach zu fahren zu der Zeit, wo ich gefahren bin. Es hatte zwar die Wochen vorher mal geregnet, es war nicht so knochentrocken. Ja, können wir vorstellen, wenn das mal richtig starken Monsunregen gegeben hat, dass es hier vielleicht ein bisschen matschiger wird, ein bisschen trickiger da durchzuschlammen, aber Grundweg ist nichts Schlimmes gewesen zum Durchfahren. War ganz spaßig, nette Strecke, schöne Aussicht. Natur genießen, war ganz schön, hat Spaß gemacht. Das ist im Übrigen eine ehemalige Bahntrasse, die hier abgefahren ist, deswegen schön schnur geradeaus, ganz wenig leichte Kurven. Uhrzeit Zwischenstand, wir haben jetzt ungefähr 3:15.
ziemlich coole Sicht hier, so wie fast die Tunnelfahren durchs Gebüsch. Hat schon Spaß gemacht, gewisserweise, auch wenn hier schon wieder Plattenstrecke ist. Ende des Tunnels wieder ein Lichtblick. Hiermit beende ich mal Teil 1. Teil 2 folgt sogleich. Mitten auf dem Bauernhof. Quer durch und wieder nur Asphaltstrecke. So, und damit Schluss für den ersten Teil. Bis zum nächsten Mal.